Hallo, ich bin Hanno von SLS. Heute haben wir Gelegenheit, bei diesem 280 SL von 1969 einmal den Motor Kaltstart zu machen und zu beleuchten, welche Komponenten dabei wirken. Wegen der teilweise schlechten Liefersituation der einzelnen Bauteile dieser Warmlauf- und Kaltstartregelung gibt es häufiger mal Fragen. Berechtigterweise kann es auch Irritationen oder Verunsicherungen geben, weil einige Teile eben sehr schwer beschaffbar und auch teuer sind. Andere Teile sind ganz günstig und deshalb erklären wir kurz im Video, welche Teile was machen. Die erste Instanz ist ein Elektromagnet hinten an der Einspritzpumpe. Die zweite Instanz ist ein elektromagnetisches Ventil am Saugrohr und die dritte Instanz ist ein Thermostatelement hinten auf der Einspritzpumpe obendrauf. Die drei Sachen sollen dem kalten Motor beim Starten helfen und später in der Warmlaufphase, aber bei endgültig warm laufendem Motor soll nichts davon mehr aktiv sein und auch nicht mehr stören. Um das heute zu veranschaulichen, habe ich ein paar Prüflampen angebaut. Eine für das Startmagnet an der Einspritzpumpe und die zweite Prüflampe für das Startventil am Saugrohr. Außerdem habe ich zwei Sicherungen rausgenommen, einmal die Sicherung 4 für die Benzinpumpe und einmal die Sicherung 6 für die Relaiskombination, damit wir keinen Startvorgang haben, solange wir es nicht wollen. Damit das Auto wirklich nicht anspringt, ist auch das Hochspannungskabel weggenommen. Die Relaiskombination hat mangels Sicherung 6 im Moment keinen Strom und wir können kurz demonstrieren, dass das Auto nicht anspringt. Ich setze jetzt die Sicherung 6 wieder ein. Das ermöglicht, dass die Relais anziehen und unsere Prüflampen zeigen, was sie können. Die erste Instanz ist ja der Startmagnet hinten an der Einspritzpumpe. Mit dieser Prüflampe können wir sehen, was der macht. Und er sollte eigentlich über die genaue Dauer des Anlassvorgangs mitarbeiten. Das können wir hier sehen. Die eben demonstrierte Startmagnetfunktion wird geschaltet über eins der beiden Relais, die hier vorne sitzen. Gibt es auch als Ersatzteil. Auch die zweite Instanz, das Kaltstartventil am Saugrohr, wird über die Relais geschaltet, hat aber noch eine weitere zeitabhängige Funktion. Während der Magnet an der Einspritzpumpe ja exakt über die Zeit des Anlassvorgangs mitläuft, ist es bei diesem Ventil etwas anders. Es ist außerdem zeitlich abhängig gesteuert über den Thermozeitschalter. Wir können das sehen, wenn wir gleich starten. Zur Erklärung, der Schaltbereich des Thermozeitschalters ist bei minus 20 Grad mit einer Folgedauer von 9,5 Sekunden justiert und bei 35 Grad ist die Schaltdauer 0 Sekunden. Wir haben heute Morgen irgendwo die Hälfte zwischen minus 20 Grad und 35 Grad. Ich rechne also mit auch etwa der halben Startzeit für dieses Ventil mit 4 Sekunden etwa. Nachdem wir das gesehen haben, setze ich die Sicherung 4 wieder ein und baue auch das Hochspannungskabel wieder auf die Zündspule. Die elektrischen Sachen funktionieren, das haben wir gesehen. Jetzt kommt die dritte Instanz zum Einsatz. Das ist dieses Wachsthermostat-Element, sitzt in so einem Gehäuse und das drückt auf einen Kolben, wenn es warm wird und beendet dann den Warmlaufvorgang später, wenn das Auto warm ist. Der Wagen ist ja immer noch kalt. Er könnte jetzt eigentlich gestartet werden. Wir würden das hören, dass ein Sauggeräusch am Luftfilter von dem Einspritzpumpenthermostat entsteht und dieses Sauggeräusch wird nachher etwas schwächer. Jetzt kann man auf Zündstufe 2 auch hören, dass die Kraftstoffpumpe wieder dauerhaft läuft. Anders als bei modernen Autos läuft die Kraftstoffpumpe durch und wird bei Nichtstart auch nicht wieder abgeschaltet. Wir sind jetzt kurz gefahren. Der Motor hat jetzt möglicherweise 50 bis 60 Grad Wassertemperatur.
Das Thermostatelement könnte jetzt schon langsam ausriegeln oder noch ein bisschen geöffnet sein mit Restluft. Am einfachsten kann man das prüfen, indem man den Schlauch abklemmt und schaut, ob sich die Leerlaufdrehzahl bei abgeklemmtem Schlauch ändert oder nicht mehr. Ich mache die Klemme mal los. Wir gucken auf den Drehzahlmesser. Wir sehen, die Drehzahl hat sich jetzt nicht geändert oder nur unmerklich. Das heißt, der Thermostat ist schon ausgeregelt bei der eben gezeigten Temperaturanzeige. Hier ist der Thermozeitschalter mit den beiden Elektroanschlüssen, der die Schaltdauer vom Startventil auf der Saugrohrseite regelt. Das war eine kurze Funktionsdemonstration für die Kaltstart-Bauteile beim 280 SL 69. Wenn es Motorprobleme gibt, empfehlen wir natürlich den Weg in eine Fachwerkstatt. Aber manchmal kommt man ja nicht mal bis dorthin. Vielleicht hat dieses Video dabei geholfen.